Allegra und ihre Freunde nicht länger warten lassen. Und damit, Carol, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur XXL-Finalfolge von Mario und Rabbit Sparks of Hope, The Last Spark Hunter DLC, ganz genau. Heute eine, wie ihr an der Videolänge sehen könnt, eine sehr, sehr lange Folge, da wir uns heute aufmachen, das wunderbare DLC durchzuspielen. Denn, so viel ich weiß, ja, also von dem Stand, wo wir jetzt sind, dauert es ungefähr noch 40 bis 50 Minuten bis zum großen Finale. Und ich würde sagen, das machen wir heute und lasst ein Like da, wenn euch das gefällt, und wir shorten jetzt hier direkt mal rein. Und abonniert den Channel, um das Rayman DLC nicht zu verpassen, was dann noch Ende dieses Jahres rauskommen sollte. So, da wären wir doch auch schon. Wo müssen wir hin? Nach hier rechts müssen wir... Achso, stimmt, das Tor hat sich hier geöffnet, Lost. Für mich ist die Cutscene tatsächlich schon wieder ein Tag her. Reden wir nicht drüber. Weil ich musste... Gestern war ein Mario Kart 8 Stream. Und da musste ich mich halt drauf vorbereiten. Deswegen musste ich das Spiel beenden und da kam die Cutscene, aber ich habe sie noch extra aufgenommen. Deswegen. Achso, hier geht's weiter. Na dann, durch da. So, da wären wir. Oh, wir können uns nochmal ausrüsten. Das sollten wir tun, glaube ich. Keine Ahnung, was uns erwartet, aber... Ich glaube, vorbereiten ist keine schlechte Idee. Können wir uns noch hochheilen? Das ist nicht gut. Ich gucke nochmal ganz kurz. Also, wir laufen jetzt natürlich weiter, aber dann, wenn wir, Dory? Lassie ist es nicht, es ist Dory. Oh, Cutscene! Gefällt er euch? Was sagt ihr nun? Ich hoffe, er gefällt euch. Immerhin habt ihr mitgeholfen, ihn zu erschaffen. All die Feldversuche, die ihr vorhin mit meinem Prototyp durchgeführt habt, gleich werdet ihr sehen, dass es sich gelohnt hat. Schon okay. Wir glauben dir auch so. Vergiss es. Und die Hunderten von diesen Monstrositäten hättest, würden wir niemals vor dir kriechen. Hunderttausende? Wie wär's, wenn ganz Hortus Melodicus in einen riesigen Robokönig Bob-Bob verwandelt werden würde? Es ist vorbei. Wenn ich mit diesem Planeten fertig bin, hört ihr hier nur noch eine Symphonie. Und zwar die von Kettensäge und Schmiedehämmern. Alles meins. Und dann gehört die Galaxie mir. Keine Wächter, keine Misera, nur ich. Die letzte Sparkjägerin, die wirklich selbstständig denkt. Genug gequatscht. Genug gequatscht. Wir sind in einem Garten. Und jetzt könnt ihr die Früchte eurer Arbeit kosten. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Öffne den Käfig und befreie Dory. Das ist eine gute Idee. Wir haben jetzt den einzig wahren... Oh, König Bob und Robo-Typen, der uns alle töten will. Oh je, oh je, oh je. Lass uns nachdenken. Wir müssen diese Dory retten. Das ist unser oberstes Ziel. Das ist eine gute Idee. Aber es bringt im Moment nichts, gegen Robo-König Bobomb zu kämpfen, denn er ist unverwundbar, selbst durch seine eigenen Bobombs. Was? Aber wie sollen wir uns einen Weg zu der Dory bahnen, wenn die Bodenschalter, die wir aktivieren müssen, voller Finsterzeitkleckse sind? Das ist actually eine gute Frage. Aha! Wir nutzen die Bobombs, um die Finsterzeitkleckse zu bekommen und können dann die Bodenschalter aktivieren, um das Gelände zu verändern. Wir müssen unseren Weg klug wählen. An jeder Ecke warten andere Gegner auf uns. Auf zur Tacticam! Das wird grauenhaft. Aber ich baller jetzt noch mal ein paar Sparks und ein paar Fähigkeiten. So sei es denn. Ich habe auf jeden Fall strong gelevelt.
ein bisschen und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. So. Und jetzt? Was passiert dadurch? Okay, wir müssen uns jetzt die Stage... Oh mein Gott, wo ist eigentlich der Mr. Meister? Oh! Hello, sehr. Wir können ihn nicht bekämpfen. Was ist das denn? Wir müssen irgendwie nach da hinten kommen. Bowie. Oh, Bowie kann noch weniger laufen. Ah, auch nicht. Ich bin am Thinken, was am smartesten wäre, wie wir uns bewegen sollten. Bowser kann halt 2 Zentimeter weiterlaufen. Vielleicht erreicht er das noch. Nee. Okay, ja. Das wäre halt meine Idee gewesen. Also wir müssen auf jeden Fall zu 100% nach da. Und ich würde tatsächlich die Guys alle beisammen halten. Ich weiß nicht, was ist mit ihm los. Was kannst du denn? Er nähert sich seinen Gegnern mit hohen Sprüngen, fügt ihnen Deckungsobjekt, blabliblub. Und er ist unempfindlich gegen alles? Und wir können ihn nicht dashen. Und er hat 26.000 Leben. Alles klar. Alles klar. Man gönnt sich ja sonst nichts, nicht? Aber wir können Bowie noch einen Zentimeter nach da bewegen. Da können wir mit Rosalina... Ah! Jawollo. Erstmal den entspannten Modus fahren. Möchte ich schon nach da vorne. Eigentlich ungern. Tatsächlich ungern, ja. Steppen uns auch ebenfalls hier hin. Können wir nur ihn? Ich will ganz gerne den Golem treffen da hinten, aber schaffen wir nicht. Okay, okay. Gar nicht davon ablenken lassen, Guys. Wir müssen hier ganz, ganz den strategischen Modus. Doppelt kritisch, der müsste down sein. Let's go. Ja, warte, wohin fahren die? Ja, das ist halt unnötig. Weil den können wir nicht besiegen. Wir müssen einfach nur den Käfig öffnen. Und das stelle ich mir schon schwer genug vor. Ist das hier schon der Endboss? Ey, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur, ja, laufe 10 cm in diese Richtung und dann, boah, du hast es geschafft, ist. Das fände ich actually schade dann. Wir gucken, was die Gegner tun. Wieso kann der auf einmal... Ah, nee, das ist jemand anderes. Okay. Der macht viel zu viel Damage. Was? Der macht viel zu viel Damage, der Junge. Das ist ja unmenschlich. Was bitte? Der hat mir mit einem Angriff 1000 Damage fast gemacht. Alles klar, man gönnt sich ja sonst nichts. Ah, da ist ja okay. Ja, Bowie, wie sieht's mit dir aus? Du musst jumpen. Ah, so. Tadidaha. Okay. Hier ist gar kein Gegner. Doch, da hinten ist doch was. Ja, ein Sniper. Okay, okay. Ja, okay, nach oben steppen nicht. Wir müssen jetzt die ganze Zeit mit dem Robo-Bob-Bomb-Typen rumlaufen. Weil er derjenige ist, der unser, Dings hat, wie heißt das? Unsere Bob-Bombs hat, die wir dann nachher da auf diese Dinger schleudern müssen. Weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt drüber freuen soll. Wir hoffen, die Bob-Bombs kommen natürlich her hier. Gibt's gratis Pizza. Die sind ewig weit weg. Das dauert... Ich weiß, warum das so lang dauert. Er spawnt neue. Okay. Ich dachte gerade. Der wird die ja nicht selber
töten, das wäre lost. Wo jumpt er hin eigentlich? Wo müssen wir weit? Ah, Lesk. Ja. Ich würde... Also... Tatsächlich den eher smarteren Modus fahren? Weiß ich nicht. Der kann halt... Wir machen halt so trotzdem... Warum? Das macht gar keinen Sinn. Wir machen so halt trotzdem Damage, weil Bowie ja die Bazooka of Doom hat. Was ja sehr, sehr wichtig auch ist. Ich glaube, Rabbit Rosalina steht da eigentlich perfekt. So, wenn die Bobombs dann gleich hier oben sind, kann sie taken. Und dann... Nee, nee, das reicht von der Distance her einfach nicht. Was ist das denn? Naja, dann machen wir einen Jump. Dann machen wir einen entspannten Jump. Hallo! 100 mal runtergedrückt. So. Nee, nee, hier wird hingestellt und dann so rein. Schade. Mit zwei Herzen überlebt, dachte ich mir. Ist ja auch... Muss ja auch ein bisschen... Mit bisschen Scam muss das ja trotzdem noch verbunden sein, nicht? Schade. Ärgerlich. Aber das reached ihn. Wie kann das denn nicht ihn erreichen? Wir geben den Zug ab. Ja, Schmutz. Oh, die teilen sich auf. Was will er jetzt? Ja, das ist Scam. Ich habe ganz heavy Angst vor dem Fight, tatsächlich. Wo laufen die denn hin? Nein! Ich habe so viel Lebenszeit verschwendet gerade. Bro. Ne, wir spawnen niemanden mehr, wenn wir mit Bob-Oms arbeiten müssen. Was soll ich tun? Nichts. Es ist jetzt einfach nur... Oh, der könnte es vielleicht bis zu uns schaffen. Ja, mach den kaputt. Ja! Jawohl! Let's go. Wichtig, wichtig. Wie ich mich so richtig darüber freue. Einfach lol. Die Frage ist, wie wir von hier weiterkommen. Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist ja auch, welcher Bob-Omb wird schneller hier sein? Was soll ich machen? Ich muss halt ewig warten. Ich hoffe, der oben. Ich hoffe nicht, dass König Bob-Omb jetzt da noch auf die draufjumpt und sie tötet. Nein, okay. Er spawnt noch mehr. Ja, wir haben doch vielleicht ein Bob-Omb-Problem. Aber wenn wir halt einen haben. Den hier. Hallo? Gehen. Verwenden. Genau. Mehr Stage. Mehr Stage. Wichtig. Wichtiger ist jetzt aber... Das hier, ja. Nimm das! Take that! Weglos. Damit die uns erstmal nicht followen. Bowie versucht natürlich auf den oben zu schießen, ist ja klar. Aber er kommt nicht dran. Rabbit Rosalina, kommst du? Nein, du kommst auch nicht bis da hoch. Aber Rabbit Rosalina macht jetzt den Vorsteppenden und sichert hier vorne schon mal das Gebiet. Boah, wir sind sehr weit gekommen. Mal gucken, wie viel wir ausrichten können. Wichtig auf jeden Fall. Ja, Bowie geht auch noch hinterher. Man kann nie genug von denen vorschicken.
Jetzt muss ich Bowie komplett offen hinstellen, weil... Ja, weil halt Scam. Ja. Dann nicht, dann lieber nicht. Lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, nicht gut. Nee, der soll nicht da oben spawnen. Der kommt da oben doch nicht runter. Das ist das Dümmste, was er machen kann. In der Hoffnung, dass sie nicht zu dem Bob-Amp fahren. Genau. Okay. Das ist mir wichtig. Weil, also, das mit den Bonbons ist aber auch schon mit bis jetzt gegangen. Wir sind schon 20 Minuten in der Aufnahme. Wie soll dieser Fight denn noch laufen? Ach, Mann. We will see what will happen. Es werden jetzt Bob-Ombs Rebella treffen, das sowieso, das steht fest, das safe. Bitte! Weil er spawnt jetzt wieder welche. Aufentspannt, 1,5000 Damage getaked. Cool. Ja! Wichtig. Bam! Vor allem, weil die auch schön empfindlich dagegen sind. Lauf, lauf, lauf! Bowie, du musst saven. Hier sind halt zwei, das ist halt weird. Rein da. Ich hab, by the way, einen anderen Waffenskin für Rebella geholt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dashen, ja, dashen. Wie weit kann Bowie laufen? Bowie muss springen können. Kann Bowie noch dashen? Müsste können. So, wir stellen Rabbit Rosalina hier hin. Und machen mit Bowie den Jump zu dem Typen. So, down ist er dadurch nicht natürlich. Und die Idee war jetzt so und dann mit Bowie reindashen. Das war der smarte Move. Richtig? Let's go. Und jetzt müssen wir wieder ganz viel thinken. Weil jetzt ja wieder die Bob-Ombs kommen. Und das halt nie gut so. Wir sind zu weit weg. Ja, auch gut. Er ballert auf... Nicht auf Rebella. Was? Vielleicht sind wir out of seinem Radius. Ja, cool, cool, cool. Geht mal wieder um eine Millimeterarbeit, ist ja klar. Wäre ja auch cringe, wenn nicht. Nicht? Das ist eine dumme Aufstellung hier. Wir müssen so machen. Die Sache ist halt, dass das besteht halt nur aus Warten. Das zieht es halt legit einfach unnötig in die Länge und das finde ich schade. Als ob. Ja, natürlich. Ey, der macht so hart viel Damage. Was ist das denn? Die laufen keinen Millimeter weiter. Wow. Wow. Bowser, du bist es. Du bist der Krasseste. Ja, die werden explodieren einfach. Hallo? Oder sind die stuck? Ja. Das ist so dumm. Ich wollte ihn jetzt noch da drauf werfen. Ja, nee. Das ist... Man kann halt auch nicht einen dashen. Man dasht immer gleich 20.000. Weil die halt aneinandergereiht sind. Schlecht.
Schlechtes Game Design, fertig. Gibt's nichts zu diskutieren. Ich muss da hoch, aber ich muss auch da lang. Wie soll das denn gehen? Ja, wir steppen hier weg. Wirklich legit so viel Schmutz schon wieder heute. Reden wir nicht drüber. Okay. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Man muss immer noch überlegen, dass wir jemanden zum Dashen brauchen. So, Bowser kann zu 100% nicht mehr dashen. Als ob Rosa... Bitte. So. Nein, sie kann nicht mehr springen. Das ist doch nicht euer Ernst! Das kann nicht euer Ernst sein! Ich kann nicht laufen, wenn ich mir eine Raserei bringe. Bringt das ne... Super. Komplett unnötig, die Runde. Ach, ma... Ey, ich bin so salty, ich bin so salty. Oh mein Gott, ich bin so salty. Ja, ich kann sonst nichts tun. Es ist so dumm. Ja, gib mir noch mehr Damage, komm. Na los. Was ist dieser Kampf? Wenn das nicht der Final Fight ist und es danach noch einen schweren gibt, quitte ich komplett. Dann mache ich den Easy Mode an. Dann ist mir das doch völlig egal. Wir brauchen Rosalina da vorne. Es ist so dumm. Wo ist... Da hinten. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? So, er ist stuck. Ja, wir steppen hier durch und gucken mal. Reachen wir? Wir reachen tatsächlich. Rein da. Ich bin so salty. Oh mein Gott, ich bin so salty. Es ist ganz schlimm. Ich möchte alles kaputt machen. So, Bowie. Du hast eine Aufgabe. Mach diesen Typen jetzt kaputt. Und jetzt holen wir den Dash raus. Und zwar so. Wir dashen aber zuerst das Egg, weil ich nicht weiß, wie oft wir dashen können. Ich krieg die Eintagsfliege. Tausend Damage in dein Gesicht. Jeder, wie er es verdient hat. Wunderbar. Oh, wir können immer noch. Oh, ja, okay. Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Das Wiederbeleben ist so wichtig. Das Wiederbeleben ist so unfassbar wichtig. Wir warten jetzt 3 Stunden, bis diese Bob-Oms da sind. Ja, Geiz, ich schneide euch das raus. Safe zu 100%, bis sie da sind. Safe. So, da sind sie. Wir nehmen einen. Armselig. Aufheben. Ich wollte mit Rabbit Rosalina weglaufen. Hat nicht geklappt. Super. Okay. Oh, wie, was, wie, wann, wo, was? War's das? Ernsthaft? Also, wenn ich das jetzt richtig deute, wir hätten nicht diese Dinger nacheinander rausmachen müssen. Wir hätten einen random rausmachen müssen, um das Game jetzt für uns zu entscheiden. Richtig? Es gibt einen Teil 2, bitte was? Besiege Robo-König Bob-Omb. Bitte was? Das Blatt wendet sich.
Hoffentlich. Allegra ist an unserer Seite. Der Dude hat 26.000 Leben. Ich muss den jedes Mal treffen. Für 8 Runden. Ach so, und er hat immer noch Leben. Können wir die Antenne befreien? Cool. Allegra und der Dori, uns am Schild von Robokönig Bobomb vorbeizubringen. Na klar. Wir müssen immer. Guys, die Kritik hierfür wird nicht gut ausgehen. Wir haben keine Coins bekommen. Wir starten bei Bowser mit Hälfte Leben. Cool. Wir können den Knopf drücken. Ja, ich höre. Ach so, das war's schon. Es ist nur theoretisch ein Angriff. Ah, okay. Ich dachte, jetzt müssten wir so 20.000 Jahre lang rumlaufen wieder und Müll machen. Achso, das zählt nicht als Versteck hier, oder was? Na klar nicht. Hä? Cringe. Aber wir treffen ihn von hier. Okay, okay, wichtig. Ja dann, rein da. Bam, 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 bam. Boah, sogar 5-mal Damage gemacht. So wichtig, so wichtig. Lost, wenn wir den nicht nehmen würden. Bowser hat halt am wenigsten Leben. Bowser müsste am weitesten weg. Bowser kann aber halt auch am weitesten schießen. Ich weiß nicht, wie weit uns die Kanone ballert uns nach da. Das ist eigentlich nicht schlecht. Oder? Wir stehen halt offen rum wie der größte Hor. Ja, Bowser, du kannst gar nichts. Wir ballern uns mit Rabbit Rosalina auch noch dahin. Wir wissen gar nicht, wie weit er laufen kann, nicht? Nee, ich will hier hin. Als ob. Als ob. Ja, dann hier hin. Ja. Schutz für 2 Züge. Nur wegen Bowser eigentlich. Rein da. Komm. Schön die Crits rausholen. Wir brauchen wieder Bob-Bombs nachher. Das weiß ich. Wobei, ich kann euch halt nicht sagen, wie das jetzt aussieht mit hier und da. Kann ich euch halt einfach for real nicht sagen. Ob wir das jetzt direkt wieder in der nächsten Runde brauchen oder erst in der übernächsten. Keine Ahnung. Deswegen, warum nicht? Der ist völlig auf der falschen Seite, Kollege. Jawollo. Was könnt ihr eigentlich? Oh, das waren die. Hatten wir die nicht sogar in der letzten, vorletzten Folge? Wieso kann der auf einmal so weit laufen? Aber er macht sich dadurch halt selber Schaden. Das ist so strong. Das ist so strong. Wieso hat er jetzt wieder ein Schutzschild? Oh, aber Bowser steht direkt hier. Aber wir haben keine Bob-Bombs. Woher soll man das wissen? Das ist so random. Achso, jetzt alle nochmal. Alle 10. Jetzt haben wir natürlich den Gecko hier, der nichts... Ach, eben. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich hier wegrenne, ich kann nichts tun. Wie dumm ist das denn? Also meine gesamte Idee geht gerade flöten. Wir müssen jetzt 100-mal um dieses Schlachtfeld herumlaufen. Und einfach hoffen, dass keine Gegner kommen. Also spawnen. Können wir unseren eigenen Typen nicht opfern einfach? Boah, wenn ich mich... Ist okay, komm. Ja, skip die Runde. Also unsere Mission besteht jetzt darin, so lange vor ihm wegzulaufen,
bis unser Helfer gestorben ist, weil der uns gar nicht hilft, sondern nur Müll macht. Er lebt noch. Bob-Bombs, geht auf ihn! Ja. Wundervoll! Nicht so wundervoll. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Das macht bestimmt nicht Bowser. Wobei Bowser hat tatsächlich gar nicht so wenig Leben. Da drauf, bitte. Oh, sogar beide. Wieso kann ich den Schalter nicht... Er läuft rein! Ich habe mich extra an den Ra... Es ist so random. Nein, na, also Schmutz. Wow, wow. Ja! Ich hasse euch alle. Schönen Tag noch. Es ist unfassbar. Mit was? Warte! Nee, er hat kein Schutzschild. Okay, wir müssen jetzt schon noch das nächste machen. Ja, guck mal hier. Du, da möchtest doch sterben. Ja, das wäre eigentlich der smarteste Way. Das passiert doch! Auf einer Skala von 1 bis 10, wie random ist dieses Spiel? Es ist eine glatte 20. Also so hohl. Ich habe gezielt und durch das Zielen läuft sie da... Das ist so dumm. Nein, nein, nein. Hier zu sterben, nach 40 Minuten. Alles tot. Das gilt nur für mich. Ja, komm. Gib ab. Geht halt noch mehr auf Bowser. Überhaupt nicht lächerlich. Überhaupt nicht. Ey, wenn die explodiert wäre. So viele Monitore in diesem Zimmer wären kaputt gegangen. Ich kann nichts anderes machen, deswegen ist das das Sinnvollste. Würde ich jetzt spontan sagen. Hebt den doch auf! So. Natürlich treffe ich den nicht. Ist ja cringe, wenn man den treffen würde, nicht? Jetzt 100.000 Damage. Mach den down jetzt. Ja, danke schön. Einmal was in deinem Leben erreicht. Wow. Es ist so unfassbar enttäuschend, wie schlecht das gemacht ist. Und das ist nicht, weil es schwer ist, es ist, weil es einfach unfair ist. Ich stehe da und ziele und durch das Ziehen bewegt sie sich so, dass ich Damage kassiere. Das ist halt so random. Sorry, aber fällt mir nichts zu ein. Möchte ich mich auch ehrlich gesagt nicht so äußern. Ja, den... Bringt nichts, bringt alles nichts. Wobei... Vielleicht. Aber es macht halt null Damage. Aber macht es mir dadurch weniger Damage? Keine Ahnung, ich hab's jetzt gemacht. Fertig. Zu spät. Ich hoffe, es wirft so 90% vom Damage zu. Ich hasse ihn so sehr. Was habt ihr? Lass doch Bowser! Hä? Wow. Wow. Ey, unfassbar. Auf Wiedersehen, Rebella. Nice to know you.
Ekelhafter geht es nicht. Wirklich, das ist unfassbar. So, dass Bowser nicht getroffen wird. Wir müssen da wieder reinsteppen und Damage kassieren. Das ist der größte Betrug, den die Menschheit je gesehen hat. Wow. Ja, Rebella macht das. Die kommt nicht dran. Rebella macht aber einen smarten Modus. Und zwar drückt sie den Knopf, nimmt Damage. Jetzt, wir müssen noch eins machen. Ernsthaft? Ernsthaft? Und dann kommt wahrscheinlich noch mal eine Phase, wo wir noch mal alle vier machen müssen. Wetten? 200 Euro wetten. 500 Euro wetten. Jawohl. Warte, wir müssen erstmal. Was ist denn das? Ausdruckslos kaputt. Also hier wird Scam halt wirklich noch legit groß geschrieben. Wow. Ich bin actually enttäuscht. Ich bin enttäuscht von diesem Kampf. Aber ich will jetzt nicht weiter ranten. Ich will Bowser heilen. Ja, das reicht. Komm. Grauenhaft. Ist kein Gegner mehr jetzt da. Ey, wenn da jetzt wieder irgendwelche spawnen, wirklich. Das wäre so unfair. Jawohl, ja! Woo! Noch eine rein! Ja! 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 One Hit! Komplett One Hit in einer Runde! Let's go! Ich hasse dieses gesamte Spiel. Das ist so dumm! Es ist so dumm! Wer bei Nintendo dachte, oder bei Ubisoft? Ubisoft beschwert sich darüber, dass das Spiel sich nicht verkauft. Ja, aber Ubisoft! Denk mal drüber nach! Es ist so lost. Es ist unfassbar lost. Ja, reicht mir. So. Was soll ich machen, Aran? Nichts. Einfach wieder eine Runde abwarten und Damage nehmen. Man hat ja nichts Besseres zu tun. Der spawnt jetzt wieder Bob-Bombs. Der spawnt jetzt. Okay. Ja! Ja! Es macht Spaß. 600 Leben. Jede Runde wird einmal Rebella komplett hochgeheilt. Letzte Heilung jetzt, guys, by the way. Jetzt entscheidet sich alles. Und wenn ich sterbe, dann... Mal gucken, nicht? Es ist so dumm. Es ist wirklich... Ich kann nicht mal wegrennen. Ich kann Rabbit Rosalina hierhin platzieren. Das wäre vielleicht schlau. Aber ich muss so weit weg wie möglich mit allen. Weil dieser Robotyp auf einmal 10-mal so viel laufen kann wie vorher. Es ist halt dumm. Nein, es ist... Und das nicht nur, weil ich salty bin. Bowser, beweg dich in diesen Drecksradius rein jetzt. Es bringt gar nichts, aber es bringt wenigstens ein bisschen was. Es zögert es heraus. Ja? 46 Minuten Aufnahme, wir sind noch voll dabei. By the way, wenn Rabbit Rosalina stirbt, können wir niemanden mehr wiederbeleben. Das ist nicht euer Ernst. Geht auf Rabbit Rosalina. Ich beende das Spiel jetzt. Dankeschön. Weil dadurch ist der Schalter frei. Das war mein Ziel. Wie kann dieses Spiel so ein Stück Mülleimer sein? Holy moly. Wenn ich jetzt noch einmal Schalter aktivieren muss, beende ich das.
Ne, wir können nichts machen mit extra Damage. Aber wir können so in sein Gesicht rein. Das muss so schön schmerzhaft sein für ihn. Der wird halt legit noch eine Runde überleben. Aber es ist mir eigentlich egal, ob jemand stirbt. Das müssten wir hinkriegen. Wieso macht das jetzt weniger Schaden? Aber Bowser wird sterben. Ich muss heilen. Das macht 3000 Schaden. Wie viel Damage hat er? 6000. Zwei Treffer von diesem Typen. Nein! Lauf in! Nein! Vergiss es! Du stellst dich dahin! Der soll in die Richtung laufen! Warum spawnt der dann hinter mir? Welcher Idiot dachte, dass das eine gute Idee ist? Wir können halt immer noch schießen, gell? Es kommt jetzt halt drauf an. Okay. Das ist so dumm. Warum spawnt er nicht nahe am Gegner? Ja. Okay, er hat noch 1700 Leben. Nächster Shot. Wir können ihn auch noch einschlafen lassen. Let's go. Wir sind durch. Ist er down? Nein, er ist noch nicht down. Tja, er ist down. Ich will ihn nie wiedersehen. Das war kompletter Schmutz. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so enttäuscht von Mario & Rabbids. Es tut mir so leid. Das ist so Schmutz. Wirklich, dieser Fight war grauenhaft. Wahre Helden. Im Namen von Hortus Melodicus danke ich euch von ganzem Herzen, dass ihr meine Freundin gerettet und uns von unserem dunklen Schatten befreit habt. Und wer weiß, wie mächtig Dolores noch geworden wäre, wenn man sie hätte gewähren lassen. Es gegen sie und Misera gleichzeitig aufzunehmen, hätte selbst uns überfordert. Verzeihung, Allegra. Ich hätte da ein paar Fragen zu den Gesetzen der Mathematik und... Genie! Entschuldige, Allegra. Genie versteht nichts von Kunst, geschweige denn von den damit verbundenen Gefühlen. Gleichgewicht. Ich habe eure Meinungsverschiedenheiten mitbekommen. Tatsächlich ergibt sich die vollendete Harmonie aus der Auswogenheit von Form und Gefühl. Ähnlich scheint es mir bei den Helden zu sein, die ihr beiden anführt. Tja, keine Ahnung, aber eins weiß ich. Seit wir Karmaltal verlassen haben, sehne ich mich danach, eine Biophonie zu hören. Apropos verlassen, der Planet ist wieder im Gleichgewicht und die Luftdichte normal. Die WM-Arche ist also startbereit. Auf eure Plätze! Dann möge unsere akustische Landschaft eure Hymne im Kampf gegen Misera sein und euch für den Rest eures Weges Mut verleihen. Oh,
Ja, Geist! Nie wieder werde ich das spielen. So, wir kommen natürlich zum allseits beliebten, aber auch bekannten Fazit. Also, vorab, ganz zum Anfang hin. So, ja, der Bossfight, der Final Fight war komplett garbage. Der war einfach ultra in die Länge gestreckt, ohne Sinn und Aber. Trotzdem war die Story des DLCs und des DLC an sich ziemlich gut. Jetzt habe ich aber noch einen Kritikpunkt. Nicht nur der Endboss-Fight war Müll. Ja, alle Kämpfe im DLC waren Müll, weil die waren legit viel zu lang. Also, ich habe für diesen Kampf in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, wo ich diese Bienen oder was auch immer das war, befreit habe, habe ich, ich glaube, 30 Minuten oder so gebraucht. Nur für diesen Fight, für einen Fight im DLC. Das ist es halt gar nicht wert und für Videos sowieso garbage, weil wer guckt sich denn eine halbe Stunde lang einen Fight an? Das ist für mich als jemand, der diese Videos erstellt und sie für euch auch postet und so, richtig schlecht. Und deswegen, ey, es ist hart, aber es ist halt legit fair. Ist nur eine 5 von 10. Ich finde, das DLC ist richtig unterdurchschnittlich. Ich hab andere Erwartungen gehabt. Ich habe mehr Story und weniger Fokus auf die Kämpfe gehabt, dachte ich zumindest ursprünglich. Die Sache ist natürlich, ja, natürlich muss das Spiel Fokus auf den Kampf legen, aber wenn die Kämpfe so wären wie im Main Game, dann wäre das DLC maximal 2 Stunden lang. Maximal. Vielleicht weniger. Das wird durch diese unnötig langen Kämpfe einfach nur gestreckt. Und das macht für mich auch den Spielspaß kaputt. Weil das einfach nur in die Länge strecken und das einfach nur... Boah, guck mal, jetzt hast du 4 Stunden. Ja? Dafür hast du nicht viel bezahlt. Es sind 4 Stunden viel Spaß. Spielspaß. Das ist es halt nicht. Das finde ich schade und das ist mein Kritikpunkt. Und damit beende ich es. Irgendwann kommt natürlich noch der angekündigte Stream. Ihr wisst alle Bescheid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich lasse die Credits natürlich wie immer durchlaufen. Ehre an alle diese Menschen, auch wenn es Müll war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Da hat die Animation nicht funktioniert. Dankeschön.